Die folgende Sendung wird Ihnen präsentiert vom Möbelhaus Natur und Wohnen aus Bockendorf, Ihr Kompletteinrichter. Ob Sie sich das wirklich gut überlegt hatten, da mitzumachen? Für einige gab es da nichts zu überlegen. Für sie ist es eine Selbstverständlichkeit, dabei zu sein, wenn es in Limbach-Oberfrohna heißt Straßenschlacht. Wir haben die 6. Auflage von der Straßenschlacht und erwarten natürlich wieder viele, viele, viele Besucher. Wir haben knapp 500 Teilnehmer und inzwischen starten jetzt schon die letzten Rennen 3 Stunden und 6 Stunden. Bereits am Vormittag waren Kinder am Start, für die das Rennen nicht so extrem war, wie für die, die am 17. September um 13 Uhr ran mussten. Und Start! Oh Mann, was war das für ein Countdown? Das war der letzte Start des heutigen Tages schon, aber die Rennen, die haben es in sich. Viel Spaß dabei. Also Limbach, da möchten wir noch mal ein bisschen üben. Wir haben ja jetzt 6 Stunden Zeit. Nun wurde 3 oder 6 Stunden lang rund um das Rathaus und die Stadthalle Limbach-Oberfrohna in die Pedale getreten. Wir haben vor 7 Jahren überlegt, für die Zuschauer ein Sportevent zu machen. Und nach vielen, vielen Gesprächen mit Sportlern, mit Downhill-Fahrern, mit anderen Fahrern, haben wir überlegt, ja, wir fahren durch die Stadthalle durch die Straßengebiete durch, weil solche Urban-Cross-Rennen gab es eigentlich noch nie in Deutschland. Jetzt inzwischen gibt es sehr viele. Aber wir haben uns da schon an vielen, vielen Dingen orientiert, die so die Radfahrer machen, die dann ein bisschen irre sind. Da kann man ruhig sagen. Quasi ein Rad abhaben. Hauptsache, die am Bike waren fest. Auch sonst sollte man sicher sein, dass vor allem die Bremsen gut funktionierten. Wenngleich, wer bremst, verliert. Machen wir Platz hier! Andere waren da weniger verbissen. Warum mache ich die Scheiße? Vielleicht machte man das, weil das Rennen trotz der Qualen seinen Reiz hat. Also den Reiz der Straßenschlacht für die Fahrer macht eigentlich aus, dass sie nie über die gerade Strecke fahren müssen. Dass sie ihr Fahrrad nehmen müssen, tragen. Sie dürfen auch gerne über Klippen springen, durch den Sand durchfahren, durch Wasser durchfahren, durch die Stadthalle durchfahren. Also das ist im Prinzip der Reiz dieser Straßenschlacht. In diesem Jahr wurde man nicht durch die Stadthalle gefahren. Der Parcours mit seinen Schikanen musste zu Fuß absolviert werden. Wird ja sonst auch langweilig, wenn jedes Jahr gleich ist. Deswegen gibt es bereits für die Zukunft neue Ideen. Ja, wir werden versuchen, wie wir das zukünftig auch noch stärker, vielleicht sogar noch ein bisschen mehr zusammengedrückt zu haben. Vielleicht auch nicht so einen langen Weg zu gehen. Vielleicht wieder von 3 Stunden, 6 Stunden auf 2 Stunden wieder zurückzugehen und immer wieder ein paar neue Ideen zu haben. Wichtig auch für die, die nur zuschauen, denn die möchten etwas erleben. Das schöne Wetter sorgte am 17. September auf jeden Fall dafür, dass die Straßenschlacht zu einem Sommerfest wurde. Ja, deshalb, wir machen es ja für die Zuschauer, nicht für die Radfahrer. Also wir haben hier auf unserem Messeplatz von Bürgern über Radhändler, über eine Schießanlage aus dem Rabenberg, was so eher so ein bisschen an Biathlon erinnert, aber eben nicht Biathlon mit den Skiern, sondern Biathlon mit dem Fahrrad. Und wir haben einen Rennsimulator, wir haben eine Schnitzeljagd, wir haben einen Kletterparcours, also wir haben eine ganze Menge geboten, dass also auch die ganz Kleinsten bei uns sich zu Hause fühlen. Was das Feld der sportlich Aktiven angeht. Also wir haben 480 Teilnehmer und der weiteste kommt aus Köln und wir haben aus Bamberg welche, also aus dem näheren Umfeld eher ja mehr. Unterwegs waren in diesem Jahr erstmals nicht nur Radfahrer, sondern auch Läufer. Richtig, wir haben versucht, in einem Slot nachmittags, also mittags genau gesagt, einen Lauf zu integrieren, weil an uns auch viele herangetreten sind. Ja, wir wollen nicht mit dem Fahrrad über den Parcours, sondern wir wollen mal laufen über den Parcours. Und das war der Startschuss zum Firmenlauf bei der Straßenschlacht 2023. Und da haben wir den Lions Club natürlich integrieren dürfen, weil schlussendlich geht ein Teil in ein tolles Projekt hinein, nämlich wir finanzieren damit im Lions Club für die Grundschulen oder für die Grundschüler und Schülerinnen ein Zirkusprojekt jedes Jahr. Wir haben knapp 2000 Euro eingenommen und davon geht fast 2000 Euro in dieses Projekt. Neben Vertretern verschiedener Unternehmen beteiligten sich ebenso Mitarbeiter der Stadtverwaltung an dem Lauf für einen guten Zweck. Bei dem musste man nicht unbedingt gewinnen wollen, sondern es war vor allem das Dabeisein gefragt.
Diese Sendung wurde Ihnen präsentiert vom Möbelhaus Natur und Wohnen aus Bockendorf, Hauptstraße 56a. Sie finden bei uns trendige Einrichtungskollektionen mit passenden Polstern zum Wohlfühlen für die gesamte Familie. Satkabel in Burgstedt ist der Spezialist für das schnelle und preiswerte Highspeed-Internet über Fernsehkabelnetz. Bei uns surfen Sie nicht nur mit Höchstgeschwindigkeit, sondern sichern Ihre Daten auf entfernten Servern, können Fernsteuerungen in Echtzeit durchführen und spielen mit einem Superping. Hinzu kommt das Telefonieren in bester Qualität bei kostenloser Rufnummernmitnahme und günstigen Minutenpreisen. Lassen Sie sich beraten zu unseren attraktiven Komplettangeboten. Entweder vor Ort im Ladengeschäft oder telefonisch unter 03724 666 535. Besuchen Sie unsere Website sat-kabel-online.de. Werden deine Hände eines Tages etwas Praktisches erschaffen? Oder wird dein Köpfchen einmal großartige Dinge erdenken? Wird dein Herz leidenschaftlich für den Sport schlagen oder eher für die Kunst? Ganz sicher irgendwann für einen Menschen an deiner Seite, mit dem du dann ein Zuhause baust. Niemand weiß, was es sein wird, heute, nicht einmal du selbst. Aber wir wissen, dass das alles schon in dir steckt. Und es steckt in uns, dich zu unterstützen, sie möglich zu machen, deine Träume und Wünsche Wirklichkeit werden zu lassen, dir und vielen, vielen anderen, schon 2 Jahrhunderte lang. Da war dein Ur-Ur-Urgroßvater selbst noch ein Kind. Mit uns hat er seinen Traum von einer eigenen Bäckerei wahrgemacht. Und weil wir das schon seit so langer Zeit tun, können wir das auch ganz besonders gut. Unsere Vergangenheit garantiert, dass aus dem Heute deine Zukunft werden kann. Bis wir etwas gemeinsam tun, wird sich die Welt weiterentwickelt haben. Genau wie sie sich von damals bis heute verändert hat. Eines aber wird sich nicht ändern. Dass wir Menschen dabei begleiten, ihre Zukunft zu gestalten. Überall. In ganz Mittelsachsen. Thank you.
Am 16. September war wieder Arbeitseinsatz im Amerika-Tierpark in Limbach-Oberfrohna angesagt. Ja, wir machen erstmal den Tierpark schön für unser Kinderfest, was nächste Woche startet. Und da sind wieder allerhand Arbeiten dabei, von klein bis groß, ganz viele Helfer, die Unkraut wegmachen, das Flamingoland aufhübschen, Sichtachsen werden freigeschnitten, Vorgehege werden aufgefüllt bei den Flamingos, neuen Bodengrund reingemacht. Wie jedes Mal werden auch bei der Salzlagune von den Flamingos wird neues Salz reingefüllt. Und ja, wir bereiten uns vor für das große Kinderfest. Das Kinderfest hatte sich schon so mancher Dicke im Kalender eingetragen. Sonntag, 24. September von 9.30 Uhr bis 18.30 Uhr mit zahlreichen tollen Aktionen. Der Arbeitseinsatz eine Woche zuvor startete schon früh 8.30 Uhr. Da wird ganz viel gemacht. Schautafel bekommt eine neue Scheibe zum Beispiel noch. Der Imkerverein war da, hat das Bienenhaus nochmal aufgehübscht und drumherum freigeschnitten. Also das läuft wie jedes Jahr wunderbar. Also über 45 Helfer sind da und machen ganz viel. Das ist immer ein richtig tolles Gefühl, wenn man sieht, wie die alle kommen und was tun wollen und dabei sind. Also sehr schön, ja. Neben Erwachsenen halfen auch die mit, für die das Fest auf die Beine gestellt wurde. Ich weiß jetzt nicht das Alter von dem Jüngsten, aber jedes Alter ist vertreten. Und wenn sie nur dabei sind und den Papa unterstützen und anfeuern, also tatkräftige Unterstützung. Ins Festprogramm hatte man zudem eine Baustellenbegehung eingebunden. Ja, das Inkerland ist in den letzten Zügen. Da werden noch ein paar Gartenlandschaftsbauarbeiten und noch ein Gehege fertiggestellt, Außengehege für die Meerschweinchen. Aber man erkennt schon einiges und das möchten wir natürlich auch gerne beim Kinderfest schon mal zeigen können. Wir werden eine kleine Baustellenbegehung ermöglichen können, sodass man schon Eindruck davon bekommt und Vorfreude auf unsere Eröffnung. Mit neuen Amerika-Tierparkbewohnern. Neues sind auf jeden Fall unsere Meerschweinchen. Wir haben nämlich da umgestellt von den typischen Hausmeerschweinchen auf die Kui-Meerschweinchen. Die sind sehr, sehr groß, 2 bis 4 Kilo schwer. Und wir bekommen zum Vergleich noch hellbraune Wieselmeerschweinchen. Das sind Wildmeerschweinchen, sodass man schön den Kontrast sehen kann zwischen den Heimtieren und den Wildmeerschweinchen. Langfristig werden dann noch Viscachas einziehen. Das kann aber noch ein bisschen dauern, da es nicht ganz so einfach ist, die zu bekommen. Auch ohne die wird das Inkerland eine neue Attraktion im Amerika-Tierpark Limbach-Oberfrohna sein. Ja, die Besonderheit bei unserem Inkerland wird sein, dass die Besucher durch die Gehege durchgehen können, also direkt mit den Schafen und Ziegen sogar auf dem Kletterfelsen spielen können. Und auch werden dort eine kleine Alpaka-Gruppe oder werden Alpakas hinziehen. Und mit diesen Alpakas kann man durch das Gehege durchlaufen, sodass man die Gehege sieht, in die Ställe rein blicken kann. Die Ställe und der Innenhof, der früher der Bauernhofbereich waren, die sind jetzt die Ruhebereiche für die Tiere. Aber diese Nähe zu den Tieren wird halt viel besser sein. Wir haben zum Beispiel beim Flamingoland als auch beim Pinguinland diese Begehbarkeit und das setzen wir auch im Inkerland dann fort. In dem kleinen Tierpark ist in den vergangenen Jahrzehnten eine Menge passiert. Auch dank der Unterstützung des Tierparkfördervereins. Der wurde jetzt für den Deutschen Engagementpreis nominiert und ist im Rennen um den mit 10.000 Euro dotierten Publikumspreis. Vom 12. September bis 24. Oktober kann man einmalig unter www.deutscher-engagementpreis.de für den Amerika-Tierpark abstimmen. Wer die Arbeit des Tierpark-Fördervereins unterstützen möchte, kann mit seiner Abstimmung helfen. Als hochsommerlichem Wetter klang am 3. Septemberwochenende der Augustusburger Musiksommer 2023 aus. Musik.
Ganz passend zum Jagdschloss Augustusburg hatte die junge Philharmonie Augustusburg unter der Leitung von Pascal Kaufmann Karl Maria von Weber auf dem Plan. Der 1786 in Schleswig-Holstein geborene Komponist wirkte unter anderem in Dresden, wo er sein berühmtestes Werk schuf, die Oper Der Freischütz. Die wurde nicht in der Stadtkirche St. Petri aufgeführt, sondern Concertino E-Moll, OP 45, für Horn und Orchester. Der zweite Teil des Konzertes war Peter Tschaikowski gewidmet. Das Orchester ließ Schwanensee erklingen. Schwanensee ist eins der vielen genialen Werke des russischen Komponisten. Die Verbindung mit Augustusburg ergibt sich für historisch Bewanderte dergestalt, dass der russische Zar Peter der Große Ende des 17. und Anfang des 18. Jahrhunderts mehrmals durch die Gegend reiste. Er sammelte in Westeuropa Wissen, um sein rückständiges Zarenreich zu modernisieren. An Sachsen interessierte ihn ganz besonders die Bergbaukunst, die er schlussendlich nach Russland brachte. Allerdings keine Ahnung, ob mit der sächsischen Bergbaukunst auch der Steigermarsch den Weg ins Zarenreich fand. Eine klassische Variation begeistert derzeit in Sachsen und darüber hinaus. Geschaffen hat diese Pascal Kaufmann. Und mit dieser ließ er den 5. Augustusburger Musiksommer ausklingen. Zuvor wurde noch sächsische Backkunst gewürdigt. Frau Römmler hat sich in den letzten Jahren aufopferungsvoll um die Versorgung der wunderlichen Musiker gekümmert. Und sie hat vor kurzem ihren 25. Kuchen gebackt. Thank you.
Wenn man katholische Kirche hört, hat man altehrwürdige Bauten vor Augen und nicht so ein Gebäude wie das auf dem Grenzweg 17 in Hohenstein-Ernsthal. Die Kirche, ein moderner Bau, wenngleich der auch schon wieder 25 Jahre alt ist. Grund für die katholische Gemeinde zum Feiern. 1998 wurde diese Kirche im September geweiht durch damals Bischof Joachim Reinet. Und seitdem gibt es in Hohenstein-Ernsthal eine katholische Kirche. Vorher waren die Gemeinden in vielen alten Gaststätten zu Gast. Die letzte Zeit waren sie in der Färberei Blab, hatten wir einen Raum, der als Kapelle geweiht wurde. Unser Pfarrer Heinz Schlomper ist eine eigene Pfarrei, aber der Pfarrer aus Glarau, der Waldemar Stierer, hat uns mit betreut. Und dann ist eben dieser große die Zusammenbringung der 10 Gemeinden. Das war für viele einfach ein Riesenumbruch, weil die ganze Abwicklung über Zwickau, das ist alles etwas komplizierter, das ist nicht mehr so persönlich, wie das früher war. Kann man von den Leuten auch in Zwickau nicht verlangen, da die Aufgaben so umfänglich sind, dass leider die Pfarrer damit auch überfordert sind. Die sind ja auch keine Betriebswirtschaftler, sie sind normalerweise Seelsorger und sollen Wort Gottes verkünden. Und das ist meiner Meinung nach der größte Umbruch, den wir derzeit bewältigen müssen. Verbesserungsvorschläge gibt es aus der Gemeinde. Dass von Seiten der Amtskirche den Laien vielleicht ein bisschen mehr Spielraum gegeben wird. Obwohl der Staat tut auch wieder einiges dafür, dass das schwer gemacht wird, weil die katholische Kirche hat auch die Topic einführen müssen, also die doppelte Buchführung. Und das Finanzamt achtet auch sehr darauf. Auch Spendengelder müssen registriert werden, damit dort der Fiskus eine Kontrolle über die ganzen Finanzen hat. Die Sorgen und Nöte wurden anlässlich des Kirchjubiläums nach hinten geschoben. Die Gemeinde feierte zusammen mit verschiedenen Gästen. Also wir haben jetzt seit Donnerstag schon Veranstaltungen. Donnerstagabend war unser Pfarrer Jaster da, hat einen Vortrag in unserem alten Pfarrhaus gegeben. Da waren ungefähr so um die 30 Besucher da. Gestern Abend hatten wir das große Glück, dass das Architektenteam Böhme Störer da war. Der Peter Böhm ist ein Kind einer Architektendynastie. Sein Großvater hat schon Kirchen gebaut, sein Vater hat Kirchen gebaut. Also im Raum Köln sind die sehr bekannt. Und auch unter Architekturenthusiasten ist der Name Böhm auch bekannt. Die zwei waren gestern da. Er hat einmal von seiner Familie gesprochen, wie die Werdegänge waren, was sie inspiriert hatte zu diesen futuristischen Kirchbauten.
Da gibt es auch weltliche Modelle, die da gebaut worden sind. Das hat er uns gestern alles vorgestellt. Und dann zum anderen noch einmal Revue passieren lassen, wie der Werdegang dieser Kirche hier war. Dort wurden auch Fotos gezeigt von der Grundsteinlegung und so weiter. Und da hat man eben die Leute, die damals dabei waren, auch die Firma Philips Holzmann, die das Kirchlein hier gebaut haben. Und anschließend wurde die Firma geschlossen, weil sie in Insolvenz war. Das war im Prinzip der letzte Bau. Und nach diesem Bau war für die Firma Philips Holzmann Feierabend. Auch mitgewirkt hat damals die Firma Enus, die ist ja auch in der Gegend bekannt. Und mittlerweile gibt es die auch nicht mehr. Aber die Kirche steht noch. Dass sie überhaupt steht, vor allem in dieser Form, war nicht unbedingt eine sichere Sache. Es wurde bei uns das Modell am Anfang auch kontrovers diskutiert. Wir haben aber gesagt, wir nehmen dieses Modell, auch wenn es etwas futuristisch aussieht. Und ich glaube auch Pfarrer Schlamper war das damals, der hat gesagt, das ist ein Gebetsreaktor. Reaktor ist aber im Prinzip was Gutes, dort entwickelt sich ja was und dort entwickelt sich Kraft. Mittlerweile haben wir diese Kirche kennen und lieben gelernt mit ihrem Lichtspielen. Durch das lichtdurchflutete Gebäude hat man vormittags eine andere Sicht auf die Rückwand wie nachmittags. Also da gibt es immer Lichtspiele. Natürlich, wenn die Sonne nicht scheint, ist es auch etwas dunkler. Aber trotzdem, jeder Pfarrer, der bei uns hier eine Messe zelebriert, ist immer erstaunt, wenn er am Altar steht und in Richtung Hohenstein-Ernstthal schauen kann. Am 16. September konnte der Bischof von Dresden-Meißen, Heinrich Timmer Evers, begrüßt werden, der zusammen mit den Hohenstein-Ernsthaler Gemeindemitgliedern den Festgottesdienst zelebrierte. An diesem Gottesdienst nahmen ebenfalls Vertreter der evangelischen Kirche und andere Gäste teil. Liebe Schwestern und Brüder, ich freue mich sehr, dass ich heute Nachmittag mit Ihnen dieses Fest hier feiern kann. 25-jähriges Käferjubiläum. Das ist ein guter Anlass, dass wir heute hier zusammenkommen in dieser Kirche, in dieser schönen Kirche, in dieser modernen Kirche, eine Kirche unserer Zeit. Und dass wir mit Dankbarkeit darauf zurückschauen, dass es eben vor mehr als 25 Jahren Menschen gegeben hat in ihrer Gemeinde, die den Mut hatten, hier an dieser Stelle und so einen neuen, modernen Kirchbau zu setzen. Damals vermutlich etwas ganz Außergewöhnliches, etwas Unerwartetes und etwas, was man sich nicht hat vorstellen können. Und heute sind wir in dieser Kirche und feiern das Jubiläum der Kirchweihe von 25 Jahren. Das Alpha, der Anfang, ist nur klein in der Kirche. Das Omega, das Ende, steht mächtig über ihm. Ob es ein gutes oder ein schlechtes sein wird? Die Zukunft ist ungewiss, aber wir als Christen sagen immer, man muss Gottvertrauen haben. Weil die ganzen Skandale sind ja bekannt, die Abwendungen von den Konfessionen sind auch bekannt, die Medien tun auch noch einiges dafür, weil immer nur die schlechten Seiten gezeigt werden. Was vieles Gutes getan wird, das bleibt im Untergrund. Deswegen, wir gehen durch ein Tal, aber wenn man durch ein Tal geht, geht es erstmal bergab, dann bleibt man unten und irgendwann geht es wieder bergauf. Ob wir das noch erleben, das kann ich nicht sagen, aber ich bin mir sicher, dass das so wird. Am 30. September finden in Lohnsenow die Kreismeisterschaften im Crosslauf der U8 bis U16 sowie der landesoffene Crosslauf ab U18 statt. Während die Kinder bis zur Altersklasse 13 Distanzen von 500 bis 2000 Meter absolvieren, laufen die AK 14 bis 17 sowie Senioren über 65 Jahre 3000 Meter. Für die anderen Senioren sowie Läufer ab U20 stehen 6000 Meter auf dem Plan. Veranstalter des Crosslaufs ist der SV Fortschritt Lohnsenow. Wer den Meldeschluss 24. September verpasste, kann sich noch am Wettkampftag 30. September eine Stunde vor Start anmelden. Dann jedoch mit Nachmeldegebühr in Höhe von 2 Euro. Los geht der Wettkampftag um 10.30 Uhr für die Jüngsten. Um 13 Uhr startet der Hauptlauf.
Willkommen sind allerdings nicht nur die Läufer, sondern ebenso Zuschauer, die Sportler kräftig anfeuern. In der Turnhalle Pflaumenallee in Hainichen wurde am 16. September sportlich die Festwoche des Allgemeinen Turnvereins 1848 Hainichen eröffnet. Wir feiern in dieser Woche unser 175-jähriges Bestehen des Vereins. Das Turnen wurde gegründet in Hainichen 1845 durch Eduard Feldner, dessen Namen Grundschule heute trägt. Im Rahmen der Revolution wurde der erste Turnverein ab 1850 verboten, weil es die schwarzen Turner waren. In der Zwischenzeit hatten sich Turner vom ersten Verein abgespalten und den Allgemeinen Turnverein 1848 Hainichen gegründet. Das Turnen besteht seitdem durchgängig in der Stadt. Die ersten Frauen kamen am Beginn des 20. Jahrhunderts dazu, ebenso wie die Kindergruppen. Anfang der 1950er Jahre wurde der Turnverein in die BSG Motor Hainichen übernommen, aus der es 1990 wieder herauslöste, um wieder selbstständig zu wirken. Wie Sie sehen, das Turnen ist also durchgängig in Hainichen erhalten geblieben. Man sieht zudem, dass alle Generationen Spaß am Turnen haben. Den präsentierten sie beim Showturnen am Samstagnachmittag. Geturnt wird natürlich nicht nur um Spaß zu haben. Es geht auch um die sportliche Herausforderung, zum Beispiel bei Wettkämpfen. Unsere größten Erfolge sind Teilnahmen an deutschen Turnfesten, natürlich auch an den Turnfesten, die es zu DDR-Zeiten regelmäßig in Leipzig gab. Jetzt sind es die internationalen Turnfeste. Wir turnen auf Kreisebene, Bezirksebene und auf Sachsenebene, nehmen auch an dem sehr bekannten Freiburger Jahnturnfest teil, was jedes Jahr in der Wein- und Jahnstadt stattfindet, nächstes Jahr zum 100. Mal. Der ATV 1848 Hainichen hat in seinen Reihen ebenso Turner, die besonders herausstechen. Der größte Erfolg für unseren Verein ist eigentlich, dass wir eine kleine Turnerin im letzten Jahr zum TuS Chemnitz-Altendorf geben konnten, die dort jetzt in der Leistungsriege turnt. Vielleicht wird es eine der nächsten Olympiateilnehmerinnen. Schauen wir mal, es bleibt noch etwas Zeit. Hainichen brachte bekanntlich schon andere Sportgrößen hervor. Der derzeit erfolgreichste ist der Leichtathlet Marvin Schlegel. Die Festwoche nutzte der ATV 1848 Hainichen, um seine Turn- und andere Sportgruppen vorzustellen. Unsere Festwoche ist, wie Sie sehen, heute mit dem Schauturn angelaufen. Morgen haben wir den Frühschoppen mit einem Spaßwettkampf, Blasmusik und natürlich auch was für den Gaumen. Im Laufe der Woche ist freies Training in allen Sportgruppen. Es kann also jeder sich zu den Trainingsstunden, die bekannt sind, einfinden und dort probieren, ob es etwas für ihn ist. Der Abschluss wird sein, eine Festveranstaltung im Saal des Goldenen Löwen hier in Hainichen, zu der alle Vereinsteilnehmer, Mitglieder eingeladen sind und natürlich auch Prominenz aus Politik und Sport. Ein historisches Ereignis erlebte die Hohenstein-Ernsthaler Tischtennisgemeinde am 17. September in der Grünen Hölle auf dem Pfaffenberg. Premiere in der zweiten Bundesliga für den TDC Sachsenring. Der erste Gegner, der erste FC Köln. Eine Mannschaft, die die Vorsaison mit einem Platz genau in der Tabellenmitte beendete, wobei es in der Rückrunde besser lief. Einzig den drei Teams an der Tabellenspitze, Homburg, Jülich sowie Hertha BSC, mussten sich die Kölner geschlagen geben. Wenn sie den Schwung in die neue Saison mitbrachten, würde es für das Hohenstein-Ernsthaler Sarri-Team ein schweres erstes Spiel in der zweiten Bundesliga werden. Aber die Gastgeber gingen die Aufgabe selbstbewusst an. Ja, wir haben uns natürlich zu Hause gegen Köln. Köln ist eine Mannschaft, die sicherlich im Mittelfeld mitspielt, vielleicht unteres Mittelfeld. So haben wir sie erwartet. Haben wir uns natürlich schon was ausgerechnet, weil gerade zu Hause ist immer schwer zu schlagen. Nicht umsonst nennt man die Pfaffenberger Turnhalle Grüne Hölle. Der TDC Sachsenring hat sich für die Aufgabe zweite Bundesliga mit neuen Spielern verstärkt.
Ja, unsere neuen Jungs haben auch eingeschlagen, aber ich sage das ja immer, wir sind mit der ersten und zweiten Mannschaft wirklich eine Einheit. Da sind alle zusammen in der Trainingsgruppe, da feuert einer den anderen an und wir haben auch wirklich nicht nur einen guten Teamspirit, sondern wir haben auch ein gutes Mannschaftsgefüge, dass da der einer den anderen auch ersetzen kann. Und neuen Jungs haben auch wirklich alle an der obersten Leistungsgrenze gespielt, mit Ausnahme von unserem Kuba Kosowski, der schon lange Zweit- und Erstliga-Erfahrung hat. Der hat heute nicht seinen besten Tag erwischt, aber so ist das im Sport. Er wird noch gute Spiele für uns machen und wir sind auf jeden Fall zufrieden, sowohl mit den Jungen als auch mit unseren erfahrenen Kräften. Zufrieden nach einem Spieltag, der vielen Nerven raubte. Das erste Doppel bestritten der Taiwaner Xing Yang Li und der Pole Jakub Kosowski gegen André Bertelsmeier und Gianluca Walter in 5 Sätzen. Den ersten Punkt holten schlussendlich die Kölner. Am Nebentisch ging es ein wenig schneller. Miroslav Horichi sowie Nick Neumann-Manz konnten sich nach 4 Sätzen gegen Tobias Hippler sowie Leiden Ullmann durchsetzen und holten so den ersten Punkt in der zweiten Bundesliga für den TTC Sachsenring. Im ersten Einzel traf Xing Yang Li auf André Bertelsmeier. Der Sari-Spieler startete mäßig, nahm aber dann Fahrt auf und holte nach 4 Sätzen den nächsten Sari-Punkt. Nicht so gut lief es für Jakob Kosowski gegen Tobias Hippler. Nach einem 8:11, einem 6:11 und einem 3:11 glich Köln wieder aus. Auch Miroslav Horichi patzte. Nach 3 verlorenen Sätzen gegen Gianluca Walter gingen die Gäste in Führung. Diese baute Leiden Ullmann gegen Carlos Andres Mühlbach nach 4 Sätzen aus. Xin Yang Li hatte eine gute Tagesform. Nach 4 Sätzen gegen Tobias Hippler verkürzte er auf 3:4. Jakob Kosowski startete in sein nächstes Match gegen André Bertelsmeier zwar besser, aber er musste sich am Ende doch 1:3 geschlagen geben. Beim Stand von 3:5 für die Gäste hieß es Nerven behalten. Das war gar nicht so einfach, nachdem bei der nächsten Begegnung Miroslav Horichi den ersten Satz 4:11 an Leiden Ullmann abgab. Aber dann flutschte es. Mit 11:4, 11:5 und nochmal 11:5 und damit Punktgewinn für das Sari-Team war wieder Hoffnung da, das erste Spiel in der zweiten Bundesliga zumindest nicht zu verlieren. In der Haut von Carlos Andres Mühlbach wollte sicher keiner stecken, der die Möglichkeit hatte, für das Sari-Team auszugleichen oder auch nicht. Er hatte Gianluca Walter am Tisch und machte es spannend. Nach 6:11, 11:6 und 11:3 sollte der 4. Satz die Entscheidung bringen. Es stand 12:11 für Mühlbach. Und dann? Ja, erste Zweitligaspiel unserer Vereinsgeschichte war natürlich ein Hammererlebnis. War richtig, richtig tolle Atmosphäre, wieder gerade zum Schluss, als wir dann besser ins Spiel gekommen sind und das Ding nochmal zu einem Unentschieden gedreht haben, war wirklich ein Hammer-Spiel. Aber wir wissen gleich vom ersten Tag an, was uns erwartet, wie schwer das wird, dieses Jahr überhaupt Punkte zu bekommen. Und ich denke, wir können am Ende sehr zufrieden sein mit dem, wie der Auftakt heute vor einer sehr, sehr tollen Kulisse wieder mal für uns verlaufen ist.
das erste Spiel, aber auch Anschauungsunterricht für die weitere Saison. Ja, wir müssen uns in erster Linie mal an die Härte in der Liga gewöhnen. Es wird noch mal härter gespielt, jeder kleine Fehler wird bestraft. Das ist im Rückschlagbereich so, das ist vor allen Dingen da so, wenn man taktisch mal zwei, drei, vier Bälle hintereinander sich eine kleine Auszeit nimmt, das wird sofort bestraft, dann ist der Satz weg. Und von daher, man muss hoch konzentriert sein, das ist nochmal eine Schippe mehr, auch mentale Anstrengung für die Spieler und auch vielleicht für die Zuschauer. Man merkt es ja manchmal von außen auch, wie hoch dann das Leistungslevel auch mental ist. Und von daher, wir müssen in jeglichen Bereichen noch arbeiten, aber ich glaube, am Ende mit einem Punkt und heute nicht verloren, sind wir sehr zufrieden. Die Aufgaben werden nicht leichter. Ja, jetzt haben wir erstmal ein Spiel in Bad Homburg auswärts. Das ist sicherlich der Staffelfavorit, da werden wir nicht viel holen. Wir müssen dann halt sehen, dass wir dann wirklich die nächsten Heimspiele dann gegen Borussia Dortmund, gegen Leiselheim und dann zu Hause auch gegen Union Velbert nochmal im November, dass wir dort versuchen zu punkten und weiter immer am Ball zu bleiben. Dann bin ich ganz optimistisch, dass wir am Ende der Saison zwei Mannschaften vielleicht hinter uns lassen können. Aber es wird ein hartes Stück Arbeit für alle Beteiligten. Das nächste Heimspiel gegen Borussia Dortmund wird am 1. Oktober um 15 Uhr in der Grünen Hölle auf dem Pfaffenberg ausgetragen. Leiselheim ist am 14. Oktober zu Gast. Da ist um 17.30 Uhr Spielstart.